Wie eine Alte den Tod nahte. Ein französisches Volksmärchen. In einem Dorf des Artois lebte eine gute alte Frau, der es großes Vergnügen bereitete, Unglücklichen zu helfen. Alle, die an ihre Tür klopften, konnten sicher sein, mit einigen Sous und einem ordentlichen Stück Weißbrot wieder abzuziehen. So kam es, dass die Bettler der Nachbardörfer das Haus der alten Frau nie übergingen. Ein großer Heiliger, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, hatte oft mit der guten Frau gespeist, wenn seine Geschäfte ihn in die Nähe des Dorfes riefen. Und eines Tages sagte er zu seiner Gastgeberin, »Der liebe Gott hat mir die Macht verliehen, euch einen Wunsch zu erfüllen, was immer es auch sei. Überlegt es wohl und dann sagt mir, was ihr euch wünscht.« Die Frau überlegte lange, dann sprach sie, »Ich habe in meinem Garten einen großen Pflaumenbaum. Ich möchte, dass ich jeden, der hinaufklettert, um Pflaumen zu pflücken, dort festhalten kann, solange es mir beliebt. Euer Wunsch ist merkwürdig, gute Frau, aber wenn ihr es so wollt, soll eure Bitte erfüllt werden.« Somit verabschiedete sich der Heilige von der Alten und kehrte zurück in den Himmel. 10 Jahre später kam der Tod am Haus der Frau vorüber. »Sie ist bald 80«, sagte er zu sich, »sie hat ihren Teil gelebt, ich werde sie mitnehmen.« Und der Tod trat ins Haus. »Ach, du bist's, Tod, auf dich warte ich schon lange. Ich bin bereit zu gehen und ohne Bedauern. Doch halt, ich irre mich. Bevor ich diese Erde verlasse, möchte ich noch ein paar Pflaumen essen. Wenn's weiter nichts ist, warte einen Augenblick.« Schnell ging der Tod in den Garten, kletterte auf den Pflaumenbaum, pflückte Pflaumen und wollte wieder hinunter. Aber die alte Frau beobachtete ihn und sagte, »Ich will, dass der Tod nicht ohne meine Erlaubnis vom Baum herunter kann.« Und der Tod konnte sich noch so ereifern, er konnte noch so drohen, bitten, schreien, schimpfen. Es war ihm nicht möglich, vom Pflaumenbaum herunterzukommen. 6 Monate lang starb niemand auf Erden. Die Gebrechlichen, die Verletzten, die Kranken litten furchtbar und riefen den Tod, der nicht kam. Am unglücklichsten von allen waren aber die Ärzte, denen es nicht einmal gelang, das elendste Geschöpf sterben zu lassen. Einer dieser Ärzte, ein großer Freund des Todes, eilte herbei, um ihm vom Baum herunterzuhelfen. Doch alles, was er erreichte, war, dass er dessen Schicksal teilen musste. Schließlich kam man von überall, um die Frau zu bitten, den Tod ziehen zu lassen. Die gute Alte war einverstanden, doch stellte sie die Bedingung, der Tod müsse sie 3-mal rufen, bevor er sie holen dürfe. Der Tod stieg vom Baum und, wie früher, begann er von Neuem, die Lebenden zu schlagen, zur großen Erleichterung der einen, zur großen Verzweiflung der anderen. Die alte Frau aber wurde bald so gebrechlich, so verbraucht, so hilflos, dass sie eines Tages den Tod rief, 3-mal. Und so kam sie ins Paradies, um den Platz einzunehmen, der für sie dank ihrer guten Taten bereitstand.